Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe SCP-07-Fans, ich heiße Sie und euch herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Meisterschaftsspiel gegen Hannover 96. Mit der jüngsten Startelf unserer Zweitliga-Historie konnten wir das Spiel mit 1:0 in der Nachspielzeit gewinnen. Ich begrüße beide Trainer hier auf dem Podium. Wir starten mit Hannover 96. Herr Leitl, bitte Ihr Kommentar zum Spiel. Ja, schönen guten Tag zusammen. Erstmal Lukas, dir Glückwunsch und deine Mannschaft zum Sieg. Ein sehr frustrierender Nachmittag, muss ich ganz ehrlich gestehen. Chronologisches Spiel, ja, Paderborn sehr gut begonnen, sehr druckvoll, Chance rausgespielt, die Ron hält Kopfball an die Latte. Die ersten 3 Minuten haben wir überstanden. Ich glaube, dass wir dann richtig gut im Spiel waren und auch kontrolliert haben, ja, gute Ballstaffetten hatten, uns vielleicht sogar den Gegner ein bisschen vorbereiten konnten für mehr, kriegen dann in der 20. Minute eben die rote Karte gegen Louis. Das ist für mich dann auch der Knackpunkt in dem Spiel. Was die Jungs danach geliefert haben und geleistet haben, gerade in der Defensive, ist sehr, sehr lobenswert. Wir haben wenig bis gar nichts zugelassen. Wenn dann Chancen waren, waren es entweder individuelle Dinge. Einmal Ron greift am Ball vorbei, dann einmal vielleicht ein bisschen Glück, klar, abgefälschter Ball, Bright klärt. Ball geht dann drüber, aber haben sie echt gut gemacht. Ich finde, wir hatten zum Schluss raus 2, 3 richtig gute Umschaltaktionen. Und mit ein bisschen Glück, muss man dann auch sagen, kann Nicolo noch den Ausgleich dann erzielen. 1 Meter vorm Tor trifft er leider den Ball nicht richtig. Deswegen für uns maximal frustrierend, weil ich finde, dass es nicht nötig war, heute zu verlieren. Ich glaube, dass es aufgrund der Leistung, der Disziplin meiner Mannschaft auch gerecht gewesen wäre, wenn wir hier einen Punkt mitgenommen hätten. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Herr Leitl, kommen wir zu unserer Sicht der Dinge. Lukas, du hast heute 7 Wechsel in der Startelf vorgenommen. Wie hast du das Spiel gesehen? Schönen guten Tag zusammen in die Runde. Vielen Dank, Stefan, für die Glückwünsche. Und ich reiche sie einfach extrem gerne an meine Mannschaft weiter, an den gesamten Verein. Und ich weiß, dass jeder immer Spektakel erwartet, wenn die Situation dann so ist, wie sie ab der 20. Minute war. Aber für uns war es einfach wichtig, Energie, Herzblut, Leidenschaft, Hunger auf den Platz zu bekommen. Und das haben wir natürlich mit einer sehr, sehr jungen Mannschaft dann auch aufs Parkett bekommen. Haben den Gegner so ein wenig überrannt in den ersten 5 Minuten und haben dann bis zur 20. Minute natürlich gegen einen sehr, sehr guten, sehr gut organisierten Gegner mit einer klaren Idee gut dagegen gehalten. Und natürlich hat die rote Karte sehr viel verändert. Um ehrlich zu sein, und das sage ich nicht nur im Nachhinein, sondern es war mein Gefühl, zu dem Zeitpunkt hätte ich es lieber gehabt, 11 gegen 11 weiter Fußball zu spielen, weil mir klar war, wir haben auf einmal etwas zu verlieren. Eine Mannschaft, die 23 Jahre im Schnitt ist, die noch nie in der Konstellation so gespielt hat, nicht mal so trainiert hat. Und dann sind die Abläufe nicht so klar. Insofern haben wir uns auch dazu entschlossen, erstmal spieltaktisch gar nicht zu verändern bis zur Halbzeitpause, sondern einfach mit einem 0-0 in die Halbzeitpause zu gehen. Das gehört einfach dann auch zum Fußballsport dazu, kein Gegentor zu kassieren, sonst wird es einfach noch schwieriger. Dass wir in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr Druck aufbauen wollten, systematisch ein bisschen angepasst haben, steht außer Frage. Und dennoch muss man sich einfach vor Augen führen, dass die Jungs das einfach noch nie erlebt haben. Gegen eine sehr, sehr gut organisierte Mannschaft. Der Halstenberg hält den ganzen Laden zusammen. Das ist einfach eine völlig andere Kategorie. Und dann besteht die Gefahr, in Konter zu laufen. Wir haben schon auch gewusst, nach und nach werden wir immer mehr riskieren, auch müssen, weil wir das Spiel gewinnen wollen. Aber das Wichtigste war einfach, kein Gegentor zu fangen. Und normalerweise sind hier 11 gegen 10 Spiele immer reihenweise Spektakel gewesen, weil wir einfach eingespielt waren, weil wir einfach ein Vertrauen in uns hatten. Und das war heute einfach so nicht möglich, sondern wir mussten uns diesen Sieg erarbeiten. So wie Stefan das schon auch gesagt hat, wir haben eigentlich keine so klaren Aktionen gehabt, so ein bisschen Muslija, mal ein bisschen Ansa, aber es war jetzt nicht irgendwie die 100%ige dabei.
Und dann war es etwas glücklich, dass der Flo diesen Ball aufs Tor bringt. Der kann ja auch irgendwie knapp vorbeigehen. Aber über die Saison gesehen haben wir sicherlich schon auch Spiele gehabt, wo das Quäntchen Glück nicht auf unserer Seite war. Es tut mir irgendwo leid für den Hannover 96, weil sie unterm Strich das am heutigen Tage sicher nicht verdient haben, als Verlierer vom Platz zu gehen. Aber für uns äußerst wichtig, damit wir eben jetzt 21 Punkte auf der Habenseite haben, aber eben auch B, dass wir das Gefühl haben, ja, der mutige Weg ist der Paderborner Weg und den werden wir halt auch weiterhin gehen und vielleicht noch mehr in den Fokus stellen. Hannover natürlich für die Zukunft, für die gesamte Saison alles Gute und auf ein Wiedersehen im Rückspiel. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Lukas. Wir steigen ein in die Fragerunde. Der Kollege aus Hannover hier vorne, bitteschön. Ja, Dirk Tietenberg, HZ und Neue Presse. Stefan, kann man jetzt darüber spekulieren, wem das am ehesten geholfen hat, die rote Karte, wie auch immer. Ich mache es mir nicht anders, aus der Entfernung zu beurteilen. Aber Kollegen sagen, ja, muss man so nicht hingehen. Aber tatsächlich trifft er ihn kaum oder nur mit dem Rutschfuß so nicht richtig. Muss man auch jetzt nicht so viel draus machen. Er hat gelb entschieden. Ron hat eben schon gesagt, kann man auch mal bleiben. Was sagst du? Ich habe die Fernsehbilder noch nicht gesehen. Ich sehe das Bild von hinten, das ist das, was ich gesagt habe, oder von der Seite, mit welcher Intensität Louis halt zum Ball gehen möchte. Ich weiß nicht, ob er ihn trifft. Deswegen will ich jetzt auch nicht spekulieren, ob gelb richtig war oder rot richtig, bevor ich die Bilder dann auch nicht zu 100% gesehen habe. Ja, Frank Beinecke, Neue Westfälische. Eine Sekunde, das Mikro kommt von welcher Seite? Von der. Herr Kwasniok, in Sachen Startelfänderung, euer Grimaldi stand heute nicht drin. Wann haben die sich abgemeldet, aus welchen Gründen? Und hätten die dann auch in der Anfangsformation gestanden? Falls ja, wer ist dann für die reingerückt? Grimaldi hat sich heute Morgen um 8 Uhr abgemeldet, nachdem er Magen-Darm-Infekt einfach in der Nacht erlitten hat. Grimaldi hat gespielt, auf jeden Fall hat er gespielt und das war auch der Spieler, der uns am meisten gefehlt hat im 11 gegen 10, weil wir sehr gute Jungs haben, wir haben keine Boxstürmer außer Grimaldi, also ein Ilias Ansa, ein Moritz Floto, ein Philipp Bilbier, auch ein Felix Platte, die sicherlich Größe haben, aber einfach nicht diese Präsenz im Strafraum, um sich die Position zu erarbeiten. Und Janis Heuer hat beim Training am Freitag in so einer Zweikampfaktion mit Robert Leipertz, also so ein Ziehen am Innenband im linken Knie verspürt oder gespürt. Und gestern im Training haben wir es schon angespritzt. Er hat es dann eben versucht, obwohl es nur eine lockere Einheit war und dennoch war er nicht bei 100%. Er hat heute Morgen angetestet, aber ich habe über Nacht für mich entschieden, ich will heute Klarheit haben und nicht irgendwie noch kurzfristig ändern müssen. Und deswegen habe ich dann Maxi Rohr kontaktiert und gefragt, ob er heute denn bereit wäre zu spielen. Und das hat er bejaht. Zumindest hat er gesagt, für 10 Minuten reicht es auf alle Fälle von der Luft. Und deswegen war für mich die Entscheidung dann eben klar, aber Janis hätte auch begonnen. Und kurz nochmal nachgehakt. Eine Sekunde, bitte das Mikro. Und für Adriano Grimaldi ist dann Moritz Flote in die Startelf gerückt. Und ja, dem ist ja erstmal dann, warum und wie haben Sie dann auch gerade die beiden Jungen, Ansa und Flote, gesehen? Ja, natürlich hat dann jeder geglaubt, oh, Felix Platte muss spielen, wenn Grimaldi dann nicht auf dem Feld ist. Aber ich habe Moritz Floto jetzt lange bei uns im Training, ich habe ihn in der U21 gesehen und ich wollte zwei Dinge, die Adi eben auch mitbringt, neben seiner Erfahrung, die uns sicherlich gefehlt hat, neben seiner Ekligkeit, wenn man das so beschreiben darf, Invest, absolutes Herzblut in der Arbeit gegen den Ball und die Qualität, den Ball festzumachen. Und das kann einfach Moritz Floto eben auch so. Die Erfahrung fehlt ihm noch ein wenig. Und deswegen habe ich mich für den Mo entschieden. Und erstes Spiel in der zweiten Liga, bravourös gemacht, gemeinsam mit Ilias Ansa, die sich auch sehr mögen, die schon hier in der Regionalliga für Furore gesorgt haben. Und das ist sicherlich der erste gemeinsame Step für eine sehr, sehr freudige Zukunft. Ja, hier vorne noch der Kollege aus Hannover, bitteschön.
Tag zusammen, Florian Krebs von der Bild. Stefan, ihr wolltet unbedingt euren ersten Sieg hier in Paderborn einfahren. Das hat nicht geklappt aus den eben besagten Gründen. Du hast es analysiert. Der Abstand nach oben ist noch einen Tick größer geworden. Was heißt das jetzt für den Endspurt, sprich die letzten beiden Spiele vor der Winterpause? So wie ich es gesagt habe, maximale Punktzahl, die möglich ist, die wir holen können, wollen. Und müssen wir wahrscheinlich auch holen, um dran zu bleiben. Das ist doch ganz klar. Deswegen dieses Spiel jetzt verarbeiten, ja, analysieren. Auch viele Dinge, die einfach gut waren in Unterzahl, wie wir verteidigt haben, den Jungs dann auch zeigen, dass die Bereitschaft da war. Gut gegen den Ball zu arbeiten, wenig Raum zu lassen für den Gegner, das war alles okay. Und wir haben eine kurze Woche, Freitag geht's weiter für uns. Und deswegen regenerieren, viel Platztraining wird nicht sein. Und dann 11 Jungs aufs Feld schicken, die bereit sind, den KSC zu schlagen. So, Peter Klute, Westfälisches Volkshaus, habe ich noch gesehen. Bitte schön. Herr Kwasniok, Sie haben am Freitag in der Pressekonferenz vorm Spiel an die Jungs appelliert und haben gesagt, es muss für jeden was Besonderes sein, in der zweiten Liga zu spielen, und es muss auch was Besonderes sein, für diesen Verein zu spielen. Haben diese Änderungen jetzt auch, war das von Ihnen auch oder ist das von Ihnen auch ein Zeichen? Die beiden Kapitäne waren nicht in der Startelf. Unabhängig jetzt von Grimaldis Ausfall, haben Sie es eben schon gesagt, hätte auch Platte spielen können. Sie haben sich für Floto entschieden. Ist das auch so ein Zeichen an die arrivierten Spieler zu sagen, na, es geht auch ohne euch? In allererster Linie bewerte ich Leistung. Und wir müssen nach den Gründen suchen, nach der Motivlage bei Spielern. Und wenn du nicht mehr so an deine Leistungsgrenze kommen kannst, unabhängig vom Alter, von deiner Vergangenheit, dann musst du Entscheidungen treffen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass es bei dem einen oder anderen eben so ist, dass er nicht ans Limit kommt, weil es für ihn nichts Besonderes mehr ist, in der zweiten Liga zu spielen, sondern eher, ich sage jetzt mal, normal. Das ist überhaupt nicht schlimm. Aber dann musst du eben auch 100% Leistung abliefern können. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kommt der Nächste. Das ist einfach der Lauf der Zeit. Und ja, und deswegen sage ich auch vielen Dank an den Verein, vielen Dank an die Mannschaft. Ich bin stolz, Trainer dieses Vereins zu sein, weil es keine Selbstverständlichkeit ist, jetzt den Vertrag zu verlängern. Und dann kannst du eben auch anders handeln. Und das ist die Stärke von Vereinen wie Freiburg. Das ist die Stärke von Vereinen wie Heidenheim. Dass sie einfach den Trainer stärken, den Manager stärken, damit du eben auf Dauer erfolgreich sein kannst. Und nicht, dass, sagen wir mal, die Unzufriedenheit von Spielern irgendwann dazu führt, dass gute Arbeit von Managern und Trainern unabhängig des Vereins SC Paderborn dann auf einmal ins Wanken gerät. Und ich glaube, deswegen habe ich heute sehr frei, sehr überzeugend so handeln können, wie ich das für richtig gehalten habe, und mir nicht irgendwie aus Gedanken machen müssen, oh, jetzt muss ich aber den bringen, weil im Fall einer Niederlage hier irgendwie die Welt dann untergeht und ja, eine Veränderung herbeigeführt werden muss, die der ein oder andere, ich sage jetzt mal, in Anführungsstrichen Verirrte in den sozialen Medien dann auch fordert. Ja, Michael Richter vom Kicker war erst, und dann machen wir gleich weiter wieder. Herr Lukas, dann bleiben wir doch mal bei den sportlichen Aspekten, die vielleicht zu den Änderungen geführt haben. Ihr habt eine noch kürzere Woche als die Hannoveraner. Es geht am Mittwoch nach Leverkusen. Flo Muslia sagte eben, dass das die aktuell stärkste Mannschaft in Deutschland für ihn ist. Hast du schon mit ein bisschen Kalkül auf dieses Mittwochspiel, und am Samstag kommt in Hamburg gleich das nächste Highlight auf euch zu, auch ein bisschen aufgestellt? Und wie gehst du jetzt in die kommende Woche, auch mit welchen personellen Überlegungen? Null Kalkül. Einzig und alleine Fokus auf das heutige Spiel, wenn ich der Überzeugung war, das ist heute die beste Mannschaft. Nach der Information, dass Grimaldi nicht spielen kann, war mein erster Gedanke sofort Moritz Floto. Er wird spielen, weil wir heute das Spiel gewinnen wollen und er aus meiner Sicht eben das passende Puzzlestück ist. Leverkusen, ich glaube, da ist eh egal, wie viele Gedanken du dir machst, wenn es normal läuft. Gehst du als zweiter Sieger vom Platz, und wir werden uns natürlich trotzdem Gedanken machen, aber eben erst ab morgen, und versuchen, uns so wertvoll wie möglich zu verkaufen, aber hat wirklich gar keine Rolle gespielt, 0,0.
Peter Klug. Ja, die Torwart-Geschichte haben wir auch am Freitag schon thematisiert und beim Training auch schon am Dienstag. Sie haben sich jetzt für Pelle Buving entschieden. Ist das jetzt eine Entscheidung, wo Sie sagen, das ist erstmal die Entscheidung für das Rest des Jahres? Wie ist das mit dem Pokalspiel? Ist es nur eine Entscheidung für heute gewesen? Wir werden so bis zum Ende der Saison in der Liga arbeiten. Er hat zu Null gespielt, er hat ein souveränes Spiel gemacht, bis auf eine Aktion. Dann hat er gedacht, komm, dass die Leute auch merken, ich bin auch da. Hat dann ein bisschen Spannung nochmal reingebracht. Jetzt kann ich natürlich drüber lachen. Wenn es in die Hose geht, muss man schon auch sagen, dann explodiert hier auch oder implodiert hier vielleicht auch etwas. Und wie wir das aber im Pokal machen werden, weiß ich noch nicht. Will ich einfach schauen, in welcher Verfassung Yannick in den nächsten ein, zwei Tagen sein wird, hat die Entscheidung. So wie ich ihn aber auch kennengelernt habe, respektvoll und sehr menschlich aufgenommen, auch wenn er natürlich jetzt keine Jubelschreie veranstaltet hat oder Jubelsprünge. Und gleichzeitig ist es so, dass Pelle Buving lange nicht gespielt hat und dann ist es auch für einen Torhüter, zwar nicht von der Physis, aber von der Psyche, sehr wohl natürlich eine besondere Konstellation und Belastung, dann drei Spiele in einer Woche absolvieren zu müssen, vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass wir nur 2x2 freie Tage haben zwischen den Spielen. Insofern ist, was den Pokal angeht, noch keine Entscheidung gefallen. So, Frank Beinecke, NW nochmal bitte. Nochmal in Sachen Torwartfrage, die Nachfrage, Sie haben gerade eben in Sachen Buving gesagt, bis zum Ende der Saison, aber Sie meinten wahrscheinlich Hinrunde, oder? Habe ich, ja. Hinrunde. Aber schön, Sie hören zu, gut. Ist ja nicht immer so. Nee, danke sehr dafür und aber vielleicht auch noch so ein paar Sätze zu Maxi Rohr, der heute das erste Mal seit dem ersten Spieltag wieder über die volle Distanz gespielt hat. Ich mag das nicht. Alle Widrigkeiten, die uns im Verlauf dieser Saison widerfahren sind, hier erwähnen. Aber es ist sicherlich das härteste halbe Jahr, seitdem ich hier bin. Wissen Sie, uns stehen Ezequem Rohr aufgrund langwieriger Verletzungen nicht zur Verfügung. Und ich meine, Stefan hat das sicherlich im vergangenen Jahr auch gehabt. Du bist auf der Suche nach einer Formation, bist auf dem Weg dahin und dann fällt einfach so ein Pfeiler wie Rohr aus, auf den ganz viel sich gestützt hatte, weil er einfach mental nicht in der Lage war, diesen Leistungssport auszuüben. Ezequem als einziger linker Schienenspieler. Das sind schon auch, nur um zwei Dinge zu nennen, Widrigkeiten, aber in der Masse, die natürlich auch in der Öffentlichkeit so nicht vielleicht auch bekannt sind, habe ich schon auch das Gefühl, dass es ein absolutes Seuchenhalbjahr für uns ist, für die Mannschaft. Auch was den heutigen Spieltag wieder angeht, kurzfristig zwei Jungs, die ein Top-Training hatten diese Woche. Aber das musst du eben überwinden und wir gehen mit dieser Seuche extrem gut um, haben 21 Punkte und das ist für den SC Paderborn in der aktuellen Situation das absolute Maximum, was die Jungs einfach imstande sind zu leisten. Und wir versuchen natürlich trotzdem aus den letzten zwei Spielen auch das Maximale noch herauszuholen. So, Kollege Krebs, nochmal hier bitte. Stefan, ich habe nochmal eine Nachfrage zu der Aktion von Luis Schaub, auch wenn du, weil du die TV-Bilder, wie du sagst, noch nicht gesehen hast, noch nicht abschließend bewerten kannst. Ob man da die rote Karte noch hinkorrigieren kann, muss man trotzdem an dieser Stelle des Platzes so hingehen? Ja, das habe ich ja schon gesagt, Florian. Louis war maximal motiviert, wollte, und jeder kennt ja auch Louis, ist ja kein Spieler, der solche Dinge mit Absicht macht oder permanent macht, sondern er wollte zum Ball gehen und deswegen. Und trotzdem ist es für mich schwer zu bewerten, wenn ich die Bilder nicht gesehen habe. Und deswegen können wir gerne morgen drüber sprechen. So, dann schließen wir die Runde für heute. Vielen Dank für die Teilnahme an der Pressekonferenz. Für uns geht es, wie gesagt, am Mittwoch schon weiter im DFB-Pokal. Unseren Gästen aus Hannover eine gute Rückfahrt. Dankeschön.